Liebe Freunde, früher das wurde ich vergessen. Das tägliche Briefing. Wir sind jetzt schon unterwegs, auf dem Weg Richtung Mittelmeer. Wir haben jetzt die schnelle Variante genommen, weil es wieder regnen soll. Und es hat auch ein bisschen getröpfelt. Wir sind nach Mailand, Autobahn, dann runter Richtung Genua unterwegs. Sind jetzt ungefähr 100 Kilometer vor Genua. Mal gleich rechts ab und dann fahren wir unter ans Meer und dann fahren wir dann zu unserem wirklichen Ziel, kurz vor San Remo. Dann fahren wir natürlich unten am Meer lang, da werden wir dann ein paar Bilder sehen. Wie schon gesagt, sind wir also die Autobahn dann runtergefahren, Mailand Richtung Genua, über Alessandria, und Alessandria sind wir dann abgebogen und von da aus gerade runter nach Savona ans Meer. Mit dem Motorrad ist es immer etwas mühselig, die Maut zu bezahlen. Anhalten, Handschuh aus, Ticket raus, Geld wieder rein, Handschuh an, vorfahren, auf die anderen warten. Dauert immer so 2, 3, 4 Minuten und dann geht's weiter. Mangels Platz navigiere ich mit dem Handy. Hab da keine besondere Software, nehme einfach Google Maps und los geht's. Die Option Autobahn vermeiden und dann funktioniert das eigentlich wunderbar. Doch manchmal spielt uns dann Google Maps einen Streich und schickt uns über Straßen. Ja, die kann man vielleicht mit einem Enduro fahren, aber mit unseren Maschinen eher schlecht. Aber seht selbst. Seht selbst, so richtig geeignet ist das für unser Motorräder nicht. Aber plötzlich waren wir am Meer und von nun an ging es die Küstenstraße bis fast nach San Remo. Was für eine Straße! Traumhafte Aussichten, relativ wenig Verkehr. Zumindest zwischen den Ortschaften. So, letzte Pause. Ein liebevoll bereiteter Cappuccino. Orangenbäume gab es auch zu sehen, aber dann ging es dann schon relativ schnell weiter. Wir hatten jetzt noch etwa 30 Kilometer bis zu unserem Ziel.
erste Freunde angekommen. Stefano Almare, ungefähr 20 Kilometer vor San Remo am Mittelmeer. Das Hotel ist, naja, aber der Blick auf den Yachthafen und bezahlbar ist es auch heimlich. Wir werden heute hier essen. Mal sehen, was wir uns kredenzen werden. Ich denke aber, die Italiener werden das schon hinkriegen. Ja, eine Variante. Der Baum ist unten durch den Kopf durchgewachsen. Und jetzt steht er da. Auch nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, das ist hier der Blick der Bahn. Und das ist unser Hotel. Da oben rechts, wo Fenster auf sind, da schlafe ich. Und ich nehme mal an, das andere Zimmer hier, das war das da rechts über den Turm, links über den Turm, da werden die beiden anderen schlafen, Bo und Andi. Einfaches Hotel, sauber, aber wahrscheinlich sehr an die Jahre gegangen. Gerade eine schlechte Nachricht bekommen. Hier gibt es gar nichts zu essen, aber wir waren für uns. Es gibt schon Essen, aber heute ist so eine Veranstaltung. Jetzt müssen wir mal sehen, ob wir heute was zu essen kriegen. Wir waren sonst für Hunger. Natürlich sind wir nicht verhungert. Im Hafen gab es eine Pizzeria und wie ihr seht, es war sehr lecker. So many days is yet to come. Nach dem Essen gab es noch einen Absacker und dann gingen wir ziemlich schnell ins Bett. Morgen wird ein sehr anstrengender Tag. Wir wollen nach Monaco, von dort aus in die Verdun-Schlucht und dann die ersten Berge der Route des Grands Alpes.